Willkommen zurück, Sergeant Burden. Ich darf Ihnen in ECUKs Namen versichern, wir sind froh, dass Sie wohlbehalten zurück sind. Aber jetzt ist es Zeit, sich wieder an die Arbeit zu machen. Da Sie es nicht geschafft haben, Xenolifer zu infiltrieren und Ihre Ziele zu sabotieren, haben Sie die Spielregeln geändert. Wir sind angreifbar geworden. Xenolifer wäre mit dem Medusa-Virus jederzeit zu einem Biowaffenangriff in der Lage. Aber Sir! Nicht. Seien Sie bloß still. Auf Ihre Ausreden zu hören, hatte uns ja überhaupt erst in diese Lage gebracht. Wir müssen bereit sein, jede biologische Bedrohung abzuwehren. Das ist jetzt unser erstes und einziges Ziel, Sergeant. Ist das klar? Jawohl, Sir. Bei Ihrer nächsten Mission werden Sie mehrere Monate auf dem Planeten Synesios verbringen. Wenn Sie das Mission Briefing gelesen haben, wissen Sie, dass Medusa-Virus von was Synesios kommt. Auf dem Planeten werden Sie in einem Team von Everglass-Wissenschaftlern leiten. Ihre Mission ist erst erfüllt, wenn Sie ein Mittel gegen Medusa-Virus gefunden haben. Klingt ja fast nach einer Strafmission. Haben Sie ein Problem mit Ihrer Aufgabe, Corporal Maslow? Zwei Soldaten sollen auf drei Wissenschaftler und einem Roboter aufpassen? Also bitte. Das reicht, Jack. Sorry, Sir. Fahren Sie fort. Ich sehe, Ihr Team ist schon da. Ich will es Ihnen kurz vorstellen. Sarah Grainer, Spezialistin der Psychologie und Hirngenetik. Sehr, sehr erfreut, Sie kennenzulernen, Sergeant, nach allem, was ich von Ihnen gehört habe. Dr. Paul Sennes, Experte für Bakteriologie und Bionik und ehemaliger Chef des Ministeriums für Virenschutz der Kostellaren Föderation. Nett, Sie kennenzulernen. Meine Herren, unser Job auf Synesios ist so wichtig wie der Kampf gegen den Terrorismus. Gefährden Sie die Mission nicht, indem Sie sie für eine Strafe halten. Das werden Sie nicht, Doktor. Donald Grainer, Spezialist der Robotechnik und Elektromechanik. Ich übernehme die Wartung unseres Schiffes und der Ausrüstung. Wie ich in dem Commander eingangs schon sagte, bringe ich außerdem das experimentelle Robotermodell Brandon mit. In welcher Hinsicht experimentell? Nun ja, es ist ein ausrangiertes Projekt der Kostellaren Föderation. Brandon ist im Prinzip eine empathische Droide. Er soll den menschlichen Gemütszustand analysieren und seine Eigentümer und dessen Gesten aufmuntern. Das Projekt galt jedoch als Fehlschlag, da das Empathiemodul nach ein, zwei Jahren mit einer Persönlichkeit des Eigentümers überschrieben wurde und der Droide eine existenzielle Krise erlitt mit nun ja unerwünschten Konsequenzen. Wie sinnvoll. Dieses Modell habe ich persönlich modifiziert. Da sein Gehirn einmal im Jahr formatiert wird, ist Brandon absolut sicher. Oh, fuck. Er ist Donald. Sorry. Und er ist nicht zum Aufmuntern da. Nur an Anfrage liefert er während der Mission diverse Messwerte unserer Leistung, Stimmung und unserer Durchhaltewillen und kann uns helfen, die Produktqualität spürbar zu steigern. Ganz schön verrückt, finde ich. Tut mir leid, das zu hören, aber ich werde mein Bestes tun, Sir. Kommen Sie, Sarge, seien Sie nicht gemein zu ihm, Sie werden ihn sicher mögen. Herrschaften, für die persönliche Gespräche wird unterwegs nach Synesios noch genug Zeit sein. Wegtreten! Moment mal. Was ist mit dem Hund? Scheiß Doktor, ein Hund in einem Labor ist keine gute Idee. Am Arsch! Dieser verdammte Hund hat Everglass besser gedient als die meisten Soldaten in diesen Gängen dieses Schiffes. Jetzt hör auf, Jack. Dr. Sinnes geht es nur um den Erfolg der Mission. Es wird Marvin sicher mögen. Jeder mag ihn. Braver Junge. Als mir dieser Irre den Arm abschnitt, dachte ich würde ihn vermissen. Aber jetzt ist mir klar, warum es Leute gibt, die gern Körperteile opfern, um an eins seiner bionischen Implantate ranzukommen. Mädels stehen ja nicht so drauf. Aber ein Soldat könnte sie nicht Besseres träumen lassen. Solltest du unbedingt mal ausprobieren. Nein, danke. Ich hab gern, wenn Mädels auf mich stehen. Du?
Mach keine Witze. Ich habe dich noch nie eine einzige Frau anschauen sehen. Du achtest also drauf, wenn ich anschaue? Verpiss dich. Braver Junge. Ich habe irgendwie die Angst, dass das passiert, wenn ich nochmal werfe. Einmal werfe ich noch, komm. Kann ich dich was fragen, Burden? Ich habe immer Angst davor, was passiert, wenn du das sagst. Aber schieß los. Hast du wirklich gedacht, Sinnoh-Lyfa könnte friedlich aufgelöst werden? Mann, keine Ahnung. Aber Liam ist ein guter Kerl. Seine Methoden mögen mir nicht gefallen, aber ich respektiere seine Ziele. Der Versuch hat sich jedenfalls gelohnt. ECOKs Befehle hin oder her. Es wäre Verschwendung gewesen, einen so tapferen Mann abzuknallen. Ich dachte, wir sind zu ECOK gegangen, eben weil wir nicht jedes Problem lösen wollten, indem wir Leute abknallen. Ich dachte, du bist zu Everdust gegangen, weil die Kostelar Föderation auf der Prämie, eine Prämie auf deinen Kopf ausgesetzt hat. Genau deswegen auch. Arme Junge. Naja, zurück an die Arbeit. Ich habe Angst, dass noch was mit dem Hund passiert. Und sie hat gesagt, ich habe das für eine Schlange gehalten. So, du bist krank. Willkommen zurück, meine Herren. Wie läuft die Forschung, Doktor? Gut, wir haben herausgefunden, dass Medusa-Virus Lähmungserscheinungen hervorruft. Die Muskeln werden von einem parasitären Netz befallen. Obendrein wird das Opfer starr und fällt in ein chemisches Koma. Die vitalen Funktionen werden erhalten und eine perfekte Umgebung für die Sohren zu erzeugen, die den Körper des Opfers zu wachsen beginnen. Sarah und ich haben die Anzahl möglicher Zusammensetzungen eines Heilmittels auf 5 reduziert, sind also ziemlich nah dran. Ein paar Monate noch, dann können wir es, was? Sinisiois vermutlich verlassen. Monate? Oh Mann. Kopf hoch, Jack! Die geschätzte Dauer dieses Projektes lag ursprünglich bei 1,5 Jahren! Was? Sollten mir angewöhnen, die Missions... was das Missionsbriefing zu lesen. Hätte ich das gewusst, dann wäre ich desertiert. Hallo zusammen. Abram, Mann. Alles klar? Oder soll ich lieber Sergeant Burden nennen? Liam. Keine Sorge, Mann. Du hattest einen Job zu erledigen. Nichts für ungut. Der Typ hat eine Handgranate. Bin froh, dass du dann doch noch aus dem Gefängnis des holistischen Imperiums freigekommen bist. Du und dein Team, ihr kommt jetzt gerade recht für Sinnoh-Lyfa. Korrigier mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, ihr forscht nach einem Heilmittel gegen das Medusa-Virus. Laber nicht rum, Liam. Was willst du? Wie unhöflich, Jack. Nach allem, was wir durchgestanden haben, hatte ich gehofft, du freust dich, mich zu sehen. Ich will, dass ihr uns das Heilmittel gebt. Verzeihung, Mr. Liam, aber das haben wir noch lange nicht gefunden. Es liegt noch in einer Menge Arbeit vor uns. Oh, das ist zu schade. Besonders, weil ich es gerade etwas eilig habe. Wie wär's damit? Sie finden bis morgen ein Heilmittel und sie bleiben am Leben. Das ist unmöglich! Unterschätzen Sie nicht, gnädigste Todesgefahr kann wunderbar motivierend sein. Der Schamane motiviert sie gerne. Schamane? In der Tat, C4 motiviert die Menschen schon seit Jahrhunderten. Liam, jetzt hör mal. Du bist ein vernunftbegabter Mensch. Ich bin sicher, wir können uns friedlich einigen. Oh nein, 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 nein. Diesmal redest du dich nicht raus, Sergeant. Ich kenne dich, Burden. Du kommst schon durch. Du bist doch eine Legende, oder nicht? Beweise es. Liam! Verdammt! Zur Hölle mit Sinnoh-Lyfa, scheiße! Was, Donald? Oh mein Gott! Oh meine Götter, wir werden sterben, nicht wahr? Das darf einfach nicht wahr sein! Jetzt beruhigen Sie sich! Liam ist kein Mörder, er würde uns nicht aus purer Rache töten. Sag jetzt bitte nicht, dass du den Hurensohn auch noch verteidigst! Keine Panik, Jack. Wenn der uns tot haben wollte, dann wären wir tot. Wir müssen jetzt schnell und schlau agieren. Doktor, wie viel Zeit haben wir? Aufgrund unserer bisherigen Forschungen... wir sind etwa 27,5 Stunden tot. Das ist ein Haufen Zeit. Brandon, wie viel Geröll blockiert den Ausgang? 3712 Kilo, genau, Sir.
Okay, das ist viel Arbeit. Aber wenn wir kooperieren, kriegen wir den Schutt rechtzeitig weggeräumt. Sie vergessen, dass wir alle infiziert sind. Selbst wenn wir rauskommen, werden wir sterben. Ja, verstehe. Dann ist es Ihre Aufgabe, in weniger als 48 Stunden ein Heilmittel zu finden. Das ist unmöglich. Doktor? Naja, es gäbe eine Grenze, die man überschreiten könnte, um die Suche zu beschleunigen. Überschreiten Sie sie. Was meinen Sie, Doktor? Menschenversuche. Sind Sie wahnsinnig? Sollen wir uns wahllos irgendwelches Zeug spritzen? Nun ja, wir haben die Wahl zwischen einem sicheren oder einem möglichen Tod. Ich weiß nicht, wie Sie denken, aber ich riskiere es. Klingt wie ein Plan. Okay, alle herhören. Fangen wir an zu graben und folgen den Anweisungen des Doktors. Wir dürfen uns nicht überarbeiten. In dieser Lage ist es genauso wichtig, dass wir ausgeruht sind, wie dass wir arbeiten. Ich denke, Sarah und ich können mit dem Chemiecomputer einige synthetische Beschleuniger produzieren. Adrenalin beschleunigt die Arbeit. Mit Sediativa kann man besser ausruhen. Die Sache hat ein paar Haken, Doktor. Adrenalin lockt nach einiger Zeit ziemlich aus, weil man sich überarbeitet. Und Sedavia macht die Leute eine Weile lang K.O., sind aber ein gutes Mittel, um sich schnell zu erholen. Richtig. Auf jeden Fall sollten wir hauptsächlich mit dem Regenmittel arbeiten. Welche Schritte sollten wir befolgen, Doktor? Erster Schritt, ein Gegenmittel entwickeln. Zweiter Schritt, es jemand indizieren. Dritter Schritt, beten. Vierter Schritt, überlebt das Testobjekt lang genug, schauen wir per Blutanalyse, was schiefgegangen ist und was geklappt hat. Dann wiederholen wir den Vorgang. Ich bin etwas verwirrt. Keine Sorge, führen Sie einfach das Team an. Wenn Sie doch etwas zur Forschung wissen möchten, fragen Sie mich. Okay. Da ist die Zeit. Entscheidend ist, arbeiten wir, Intervallen von 30 Minuten. Die Uhr rechts im Bild zeigt den Beginn eines Arbeits. Also, nach jedem 30 Minuten Intervall können wir die Lage neu einschätzen. Okay, aber das Team, fangen wir an. Moment mal. Was? Mit der Energieversorgung scheint etwas nicht zu stimmen. Oh, bitte nicht, oder so. Der Akku darf nicht auf unter 20% absinken, sonst haben wir verschissen. Und wie zum Teufel machen wir das? Sir, ich melde mich freiwillig, die und das unterbrochene Energieversorgung wieder zu verbinden. Donald, ist das sicher? So, naja, Brandon ist extrem robust, das könnte tatsächlich klappen. Und ich kann ihn so einstellen, dass er nicht durchbrennt. Oder sie opfern mich und nutzen mich als permanente Verbindung, sodass die Energieversorgung kein Problem mehr wäre. Auf keinen Fall! Ich brauche dich zum Graben, wie die anderen auch. Jawohl, Sir. Okay, Evergreen, das Team. Oh. Ja, Doktor. Sorry, ich wollte Sie nur an das erinnern, was wir bereits herausgefunden haben. Sollte einer von uns Lähmungserscheinungen haben, können sie mit kurzen Stromstößen bekämpft werden. Dazu haben wir den Defibrillator hier. Ich kann das vorbereiten. Wir können bis zu 3 Ladungen verfügbar halten. Und dabei können Sie die gleich... Was? Und dabei können sie sich gleich vor dem Graben drücken, wie? Das sind die Vorteile des Fähigkeitsspektrums, die über das, Lobe und Umnieten von irgendwelchen hinausgeht. Hey, es reicht! Okay, jeder weiß, was er zu tun hat. Aber das Team! Burden! Was? Und nur Spaß, kann losgehen! Ich geb's auf. Gebt euer Bestes, Leute! Aber das Team, packen wir es an! Okay, das ist absolut fucking heftig. Ja, was machen wir am besten? Computer benutzen, Gegenmittel forschen. Komponenten werden festgelegt. Risikostufe wählen. Unsicher. Komponentenanzahl. Was? Komponentenzahl? Alpha. Komponentenzahl 2. Alpha. Komponentenzahl 3. Alpha. Einstellungen für neues Projekt. Natur erforschen. Unsichere. Sterberisiko 20%. Komponenteneinstellung. Alpha, Alpha, Alpha.
graben. Mhm. Graben, graben, graben. Computer benutzen. Gegenmittel erforschen. Gut. Du bist auch mit am Graben. Wenn Sie die Uhr oben rechts im Bild, um die Übersetzung zu starten. Welche Uhr oben rechts im Bild? Ach da. 30 Minuten arbeiten. Ich werde einfach mal kurz weiterarbeiten. Download. Defibrillator aufladen. Und ihr grabt jetzt weiter. Und arbeiten. Gut. Dann Strom anschließen. Muss ja irgendwie durchhalten. Auch bald fertig. Das ist auf jeden Fall gut. Zeit übrig. Wir haben auch nicht mehr so viel Zeit übrig. Das ist natürlich auch scheiße. Und weiter. Okay. Jack. Injizieren. Okay, Zeit für die Sitzung. Oh, ich hab Angst. Verdammt. Diagnose. Okay. Computer benutzen. Adrenalin produzieren. Computer benutzen, du hilfst mit. Und zwar wirst du im Gegenmittel forschen. Mach's riskant. Alpha, Beta, Delta. Okay. Marvin, ruh dich aus. Du hast mir genug gearbeitet. Oh, das sieht eigentlich noch ganz gut aus. Wir können eigentlich noch weiterarbeiten. Brandon, Körpermaße. Informationen abrufen.
Geröll und Leistung. Okay, sieht aber alles noch in Ordnung aus. Brandon, Informationen anfordern. Grabekraft. Donald bringt also nichts über den. Nichts, ja, aber trotzdem. Ja, gräbt immerhin. Brandon muss wieder in den Strom. Und weiter, weiter. Wir müssen arbeiten. Adrenalinspritze. Was passiert? Lebe ich noch? Blut analysieren. Gegenmittel nicht ununterbrochen ausgesetzt. Ich glaube, mein Blut ist für Tests ungeeignet. Was? Ich war dem Gegenmittel nicht ununterbrochen ausgesetzt. Ich glaube, mein Blut ist für Tests ungeeignet. Na dann grab mal. Sergeant Burden. Gut, Informationen anfordern. Geröll und Leistung. Gut, du kannst dann also weiterarbeiten. Gegenmittel forschen. Ausruhen. Donald muss sich auch ausruhen. Informationen anfordern. Sergeant Burn, ja, dem geht's noch in Ordnung. Dem geht's noch gut. Okay. Die Mission wirkt eigentlich gar nicht so schwer, also. Das kann ich für Sie tun, Sir. Ne, die können arbeiten. Also Doktor geht's gut, Marvin ist auch noch. Was hat Burden? Jack. Ah, Jack kann immer arbeiten. Jack ist gut. Aber Sergeant Burden und Marvin sollten sich immer so ausruhen. Burden einmal ausruhen. Marvin auch. Ausruhen. Wie chill das aussieht. Naja, grab weiter. Wie sieht es mit Informationen aus? Brandon, Informationen anfordern. Grund- und Leistungskraft. Ne, der muss sich ausruhen. Oh, schon abgeschlossen. Gut, Burden. Ich merke gar nichts. Was? Wie? Sie sollten jeden Moment einschlafen. Nee, nicht, sorry. Ich spüre gar nichts.
Sie haben vermutlich was falsch gemacht. Das ist völlig unmöglich. Ich bin sicher, das Gegenmittel hätte eine... Das ist Kummer geschickt. Tja, es ist, wie es ist. Ich spüre gar... ich bin nicht das Geringste. Wenn es das... Wenn das stimmt, was Sie sagen, Sergeant, dann könnten Sie kein Mensch sein. Da muss ich Ihnen widersprechen, Sarah. Ich war ein interessanter... Das ist zwar ein interessanter Punkt, aber wir sollten uns auf diese Forschung eines Heimbildes konzentrieren. Ob ich medizinisch, das Antramal bin, sehen wir dann später im Stützpunkt. An mir sollten Sie keine Gegenmittel mehr testen. Brandon, Informationen brauche ich. Geröll und Leistungskraft. Sergeant Bird muss ich noch ein bisschen ausruhen. Computer benutzen, Gegenmittel erforschen. Das ist so sinnlos, oder? Machen wir riskant. Omega, Lombarda und Delta. So, du wirst helfen, Computer benutzen, Gegenmittel erforschen. Gut. Und arbeiten. Informationen, wie sieht's aus? Grabekraft. Wie sieht überhaupt die Information aus? Geräusch und Leistungskraft. Wie viel Geräusch ist überhaupt noch da? Informationen von... Na, ist immer noch total viel da. Gut. Weiter geht's. Wahrscheinlich mache ich eh wieder alles falsch. Informationen anfordern. Gewinn und Leistungskraft. Ich glaube, Sergeant Burden wollte ich mal ausruhen. Jack kann sich auch eine Zeit ausruhen. Marvin auch. Und Brandon, dich stecken wir wieder an den Strom. Okay. Reden. Schreibe in deinen Lebenslauf rein, Spezialist für scheiß aussichtslose Situationen. Ja, stimmt. Ist wirklich immer so. Ausruhen und dann einmal reparieren, bitte. Brandon reparieren. Nicht, dass er kaputt geht. Wäre nämlich ziemlich scheiße. Und arbeiten. Es ist neue Mittel fertig. Schon abgeschlossen. Oh mein Gott, Jungs.